Hi Leute, ihr seht es wahrscheinlich schon im Hintergrund und ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Heute beginnt eine Vlog-Reihe und zwar aus China. Ich bin gerade hier in Liuyang. Um genauer zu sein, bin ich hier mit Pyroland. By the way, nur für euch als kleine Information, ich habe jetzt, wenn ihr dieses Video seht, ungefähr so 30 Stunden hinter mir. Ich habe jetzt knapp 2 Stunden im Hotel geschlafen und direkt ohne Pause, direkt sind wir hier dann ins Loffice gefahren, damit ich auf jeden Fall in den paar Tagen, wo ich hier bin, einfach alles für euch festhalten kann, was ich so unter die Linse bekomme. Ich als Foodblogger Extrem YouTube will es euch natürlich nicht vorenthalten, was wir heute gegessen haben. Es waren richtig geile Nudeln, die seht ihr jetzt. Und ich befinde mich hier auf dem Balkon vom Loffice und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Aber um das Büro hier vernünftig zu präsentieren, da switche ich jetzt mal auf die GoPro um. So, das erstmal zum Loffice an sich und dann befindet sich hier links zu mir noch ein kleiner Extraraum und das Ganze nennt sich Teeraum und hier hat mir der Leiter mir eben erzählt, dass hier sämtliche Gespräche geführt werden mit Firmen, hier werden Ideen geschmiedet etc. Alles gut? Falsch, jetzt wollte ich da gerade aufmachen. Alles klar. So okay, gut kenne ich mich also aus. Kein Thema. Jetzt dachte ich mir so, hä? So Leute, wir sind jetzt quasi in das Nachbarhochhaus gegangen und hier befindet sich das Loffice Nummer 2 und das versuche ich euch jetzt mal ein bisschen näher zu bringen, da switche ich wieder auf die GoPro um. So Leute, jetzt habt ihr schon mal hier die Impressionen aus dem zweiten Loffice gesehen und jetzt habe ich mir nochmal 2 Plätze rausgesucht, die ich euch etwas genauer zeigen möchte und das wäre eben hier dieser Schreibtisch. Ich schwenke mal schnell um, dann könnt ihr hier mal genauer angucken, wie es aussieht, wie eigentlich die Labels von Batterien gedruckt werden. Die sind hier quasi auf so großen Filmen drauf und dann hier noch, für euch interessant als Neuheit, die neuen Kubis, die ganzen Labels, dann haben wir hier auch noch den großen Reiter liegen und ja, die Sachen wollte ich euch auf jeden Fall noch mal etwas genauer zeigen und dann gehen wir jetzt noch mal in den Showroom. So, dann bin ich hier jetzt noch mal in dem wunderschönen Sample Room und ihr habt es ja gerade in den Impressionen gesehen, ich finde, hier stehen einfach so coole Sachen drin, die man sonst nur aus Videos kennt von Amerika oder von den Philippinen etc. und das wirklich mal alles zu sehen, das ist wirklich der absolute Hammer und Pyroland hat das hier nicht zum Spaß stehen. Hier wird sich eben Inspiration geholt und wenn nur ansatzweise so viele Produkte irgendwann mal kommen sollten, wie hier in dem Raum stehen, dann werden auf jeden Fall viele Pyro-Freaks auf jeden Fall wunschlos glücklich. Ich habe einfach noch so Artikel hier entdeckt und ich habe mich da einfach sofort in die Sachen verguckt.
Und dann habe ich halt mal gefragt, wie es aussieht, ob man die Artikel hier in Liuyang einfach bekommt und auch zünden darf. Und hier gibt es tatsächlich einen Feuerwerksmarkt, da wollten wir heute eh noch hin, aber mal gucken, wie es mit den Öffnungszeiten sich ausgeht. Aber wenn ich die Artikel dann hier auf dem Markt finde, dann werde ich die auf jeden Fall besorgen und dann werden wir die hier in Liuyang zünden. So, und dann stehen hier auch noch die Rauch- und Bengal-Artikel, die seht ihr hier gerade hinter mir. Da habt ihr auch schon einige Testvideos gesehen bei mir bei Pure Extreme Germany, aber da folgen auf jeden Fall noch einige, weil ich habe da so viele Videos gemacht, die kann ich nicht alle innerhalb von 2 Wochen hochladen. Ja, dann bin ich gespannt, was jetzt der Tag weiter noch so bringen wird. So Leute, wir sind jetzt eben gerade hier bei dieser weltbekannten Feuerwerkseinkaufsstraße angekommen. Meine Haare sind natürlich on fleek und die meisten Läden haben schon zu, wie ihr hier sehr gut sehen könnt. Aber wir waren vorne gerade schon mal in einem drin, da habe ich auch gefragt, ob ich Bilder und Videos machen kann. Und da gehen wir jetzt einfach mal schnell noch zusammen rein. So, also wir sind jetzt hier in dem noch offenen Geschäft und das soll jetzt trotzdem erstmal so ein kurzer Vorgeschmack sein auf den Vlog, der dann morgen oder übermorgen kommt. So Leute, wir sind gerade noch mal hier in einem zweiten Laden. Hier ist auch noch mal schön Licht an. Aber ich glaube, dieses Video würde einfach viel zu lang werden, wenn ich jetzt noch Laden für Laden zeige, der jetzt noch auf hat. Deswegen, wie gesagt, freut euch auf jeden Fall auf den Vlog, auf den zweiten oder dritten, der hier aus Liuyang dann folgen wird. Da zeige ich euch das Feuerwerk dann mal ganz genau. Wir haben uns jetzt hier ein richtig schönes Restaurant gesetzt und Leitmer und ich, wir wissen eigentlich gar nicht, was direkt bestellt wurde, bis auf die Fuselpfanne. Und es schmeckt alles auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und was wir uns bestellt haben, das zeige ich euch mal jetzt. It's okay. Und es schmeckt wirklich einfach so unglaublich lecker. Und bevor es jetzt kalt wird, essen wir schnell weiter und weitere Impressionen folgen. So Leute, ganz kurzer Zwischentake hier vom Dach von meinem Hotel. Ich mache den Take jetzt quasi nur zur Sicherheit, falls wir die Tage nicht nochmal hier hochkommen, damit ihr es trotzdem mal ansatzweise gesehen habt. Ist jetzt mit der Legria natürlich nicht optimal. Aber ich denke, einen Eindruck bekommt ihr trotzdem. Wir gehen mal noch schnell auf die andere Seite rüber. So, auf der Seite ist es jetzt ein bisschen windiger, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Hier unten seht ihr die bekannte Brücke aus Liuyang, die ist richtig cool beleuchtet. Und allgemein ist es halt einfach ultra hoch. Ich gehe hier mal direkt ans Geländer. Ja, es sind einfach Eindrücke, die wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und jetzt fahren wir noch schnell auf den Testplatz hier direkt in Liuyang und testen noch neue Vulkane und mal gucken, was uns sonst noch so unter die Finger kommt, aber das seht ihr jetzt gleich. Wir sind jetzt doch nicht am Testplatz, sondern hier in der Nähe vom Loffis. Zum Testplatz geht es erst morgen, richtig? Übermorgen. Übermorgen. So Leute, da macht sich der Jetlag doch ein bisschen bemerkbar. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir testen jetzt den neuen Vulkan von Pyroland und allein diese Location zum Zünden mitten unterm Jahr. Leute, ich muss nicht mehr dazu sagen. Action. Oh, allein schon der Geruch. Kann noch ein Stück weiter nach rechts gehen, raus. Extrem geil. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich beende jetzt hier den Vlog vom Balkon bei meinem Hotelzimmer.
Das ist einfach so utopisch. Ja Leute, ich hoffe, der erste Vlog hier aus Liuyang hat euch gefallen. Und sorry, aber es sieht so verdammt geil aus, wenn ich so nach oben gucke. Und Leute, ich kann es wirklich nicht fassen, dass ich wirklich hier in China in Liuyang bin. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen, wirklich nicht in Worte zu fassen. Und ich bin einfach so extrem gehypt auf die nächsten Tage, was die noch alles bringen werden. Ich habe es ja immer kurz erzählt, ich mache eine Böller-Tour. Wir besuchen die Feuerwerksfirmen, wir gehen auf Feuerwerk shoppen und so weiter. Und ich freue mich einfach so mega darauf und ich hoffe, ihr seid auch gehypt darauf. Ich will jetzt das Video nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Deswegen, es würde mich unglaublich freuen, wenn ihr hier bei diesem Video eine positive Bewertung da lasst und auch gerne nette Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei den nächsten Vlogs hier aus Liuyang und bis bald.